So, Freunde, da sind wir auch wieder zurück bei Let's Play Minecraft mit mir, dem Lufo. Und ja, in der letzten Folge haben wir angefangen, das Haus hoch von innen zu dekorieren. Und in dieser Folge machen wir damit natürlich weiter. Ich hoffe, dass ich an einen Punkt kommen kann, wo ich sage, ich bin damit einigermaßen durch. Und es ist Nacht. Okay, ich brauche dafür aber noch ein paar Dekorationsgegenstände. Da vorne kommen ein paar Freunde, deswegen würde ich sagen, hi. Wieso kriegst du keinen Knockback, du Schwein? Okay. Super. Naja, ne? Wenn man halt nicht anders kann, dann muss man halt weglaufen. Ich brauche mal ein paar Deko-Gegenstände gerade. Unter anderem Laternen, vielleicht ein paar davon. Das wäre nicht übel. Fässer, ja, weiß ich nicht. Brauche ich nicht unbedingt gerade, ne? Theoretisch. Nehmen wir ein paar davon mit, ein paar davon. Gerade irgendwas gehört, aber okay. So. Deko-Gegenstände. Türen wären super. Weißt du was? Falltüren brauche ich dann eigentlich nicht unbedingt. Aber okay, komm, wir nehmen die mit. Feuer. Ja. Vielleicht ein paar Blumentöpfe wären super. Bilderrahmen wären auch nice. Wieso habe ich eigentlich... Ich lasse die mal gerade hier liegen. Die Dinger könnte ich gebrauchen. Habe ich Blumentöpfe? Ja, habe ich Blumentöpfe. Okay, wir nehmen mal ein paar Blümchen noch mit. Was noch? Und gerade zwei Stöcke brauche. Könnte ich auch mitnehmen, dann kann ich noch ein paar Banner damit machen. Noch irgendwas? Ich muss glaube ich gerade noch mal ein paar Kühe schlachten gehen. Weil ich brauche ein paar mehr Bilderrahmen oder hier Itemrahmen besser gesagt. So, hi. Eins, zwei. Wie viel Leder kriege ich denn? Sechs Stück haben wir. Okay, gut. Würde ich sagen, gehe ich mal gerade noch ein paar Stöckchen besorgen. Aua. Okay, irgendwas, was ich wegwerfen kann. Ich werfe mal gerade das Fleisch hier rein. Die brauche ich gerade auch nicht unbedingt. Ich habe Zäune vergessen. Habe ich hier unten noch Zäune drin? Nee. Die könnte ich aber gebrauchen. Vielleicht sieht das auch ganz gut aus. Nimm mal die Zäune mit gerade. Ich lege das mal gerade kurz weg. So. Nein, ich habe Bilder. Wobei, Bilder könnten auch ganz gut sein. Ich gehe mal kurz ein paar Slabs ablegen, ne? Die brauchen wir ja gerade auch nicht mehr unbedingt. Hier so. Okay, nochmal von vorne. Keine Bilder, sondern solche Dinge. Und dann... Ach komm, weißt du was? So. Ich glaube, dann kann ich die 24 Wolle auch ablegen. Okay. Ich denke, damit sollten wir eine Inneneinrichtung hinkriegen, die vielleicht einigermaßen annehmbar ist. Ich fange einfach mal oben an gerade, ne? Ja, die Scaffolding-Dinger müssen auf jeden Fall weg. Okay. Und zwar habe ich gedacht, vielleicht kann man ja hier irgendwo ein Stühlchen hinstellen. Frage ist nur, wie. Weil ich dachte hier, wenn man zum Beispiel hier hingeht, kann man vielleicht... Ach, das geht nicht wegen den Teppichen. Das ist natürlich belastend. Aber ich kann hier die Teppiche wegmachen. Weil ich muss ja eh, wenn ich hier einen Stuhl hinbauen möchte, ne?
So. Und ich habe keine... Ach, verdammt. Ich brauche ein paar Treppen. Okay. Rückflug ist gebucht. Huch. Okay. Das sackt jetzt hart. Ich könnte den Stuhl natürlich drehen. Das sackt hart, das Wobei, warte, dann muss ich erst... Wie mache ich das denn dann? Das sieht hier irgendwie doof aus an der Stelle, ne? Ich habe gedacht, vielleicht kann ich mit einem Item-Frame später hier auch noch ein Buch hinlegen oder sowas. Okay, wir probieren die Stühle vielleicht mal unten. Weil ich dachte eigentlich, ich könnte... Na, egal, okay. Würde ich sagen, mache ich mal so und so. Passen hier dann auch noch welche auf die Seite? Nicht wirklich, ne? Muss das, glaube ich, alles eins weiter hinter machen. Kann ich die Fackeln gerade mal an die Wand hängen hier? Okay, dann nochmal. Hier und hier. Okay, nee, das geht nicht mit gegenüberliegenden Stühlen. Oder? Vielleicht doch, mal gucken. Weil nee, dann kann ich kann hier nicht. Doch, kann ich. Okay. Aber müssen das dann Slabs sein? Ich glaube, mit Slabs sieht das vielleicht sogar besser aus, ne? Ich glaube, mit Slabs sieht das echt besser aus. Okay. Nochmal zurückfliegen und Slabs besorgen. Flip. Ach, die waren ja hier, ne? Ja. Okay. Wieder zurück. Kann ich gleich die Bücher noch mitnehmen, wenn ich gerade schon mal hier bin? Denke ich. Ja, wobei, komm, zwei davon reichen. Und das kann ich auch noch irgendwie benutzen, bestimmt. So. Okay. Gut, und dann so ganz okay, ne? Und dann würde ich hier noch einen Tisch hinbauen. Ich weiß nur nicht genau, wie ich den bauen würde. Bisschen klein, ha? Huh?
Wenn ich das aber so rummache, dann ist er ein bisschen... Okay. Das ist wie ein riesiger Block Schokolade, aber was will man machen, ne? So, so, bisschen was zu süppeln. Nee, wirklich nicht, Alter. Kriegt man auch was Kleineres? Wieso wird denn das immer so riesig hier? Okay, weißt du was? Komm, wir machen mal so. Ja, ein Wither, ein Wither. Ein Wither, das ist doch okay. Alter Vater, ey, willst du mich verarschen hier mit den riesigen Dingern? Dann kommt noch ein Wither, ist auch okay. Und hier vielleicht ein kleines. Gut. Hängen wir ein paar Laternen auf. Ist schon wieder Nacht. Das ist doch unglaublich, wie schnell es hier Nacht wird die ganze Zeit. So. Ja, hier der Eingang, den müssen wir auch noch optimieren, ne? Das ist noch nicht optimal optimiert. So, dann wollte ich hier eigentlich noch irgendwo einen Ofen, oder nicht einen Ofen, sondern einen Kamin hinmachen. Frage ist, ob das zu viel aussieht, wenn ich hier auf beiden Seiten... Geht eigentlich, finde ich. So, dann können wir die hier auch wieder wegranzen. Die Dinger. Ich habe überlegt, vielleicht, ob hier... Wenn hier dann eine Wand ist, dann verbindet sich das da. Ich glaube, das sieht dann ganz okay aus. Hier ist halt noch so ein bisschen leer in der Ecke, ne? Kann man hier so ein bisschen ein leeres Regal hinmachen. Muss ja kein Bücherregal sein, eventuell. Wobei, vielleicht kann man auch einfach... Ist doch ein Bücherregal. Irgendwie muss man ja was hinkriegen hier. Das ist natürlich doof hier. Ich könnte hingehen und das mit roten Wollblöcken ersetzen, aber ich weiß nicht, inwiefern das gut aussieht. Und Kamin ist jetzt natürlich echt schwierig geworden hier. Ich meine, wir haben hier unten, die hängen halt echt tief, die Laternen hier, ne? Naja, was will man machen? Wir haben hier unten, haben wir ja relativ den Platz genutzt, den wir haben. Hier oben, das fühlt sich natürlich hier noch alles ein bisschen leer an, aber ich meine, ne, in so einer Bibliothek will man ja nicht unbedingt alles so mega gefüllt haben. Ja, wenn ich da Holz... Na, wobei, da könnte ich es sogar machen. Also Wollblöcke reinbauen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin erstmal zufrieden hier. Die Stühle gefallen mir. Mit schönem Sitzpolster und so weiter. Wenn es jetzt noch Wollslabs gäbe, dann wäre Premium, ne? Dann habe ich gedacht, wenn man... Ich weiß nicht, soll ich hier den Eingang? Ich glaube, ich mache hier den Eingang tatsächlich. Aber da ist überhaupt nicht zentriert dann, ne? Nee.
Das kann ich ja keinem anbieten. Ich glaube, da mache ich den Eingang hier. Da ist er hier zentriert und hier zentriert. Dann muss ich aber die Laternen irgendwie anders organisieren. Okay, das heißt, dann würde hier ein Weg von hier außen rumführen und dann irgendwie hier entlang sich schlängeln. Dann zu dem Haus rüber und dahin, wo wir dann auch irgendwie ein Häuschen hinbauen. Ich weiß nicht, ob ich da eine Art Hexenhaus oder sowas mache oder eine Druidenhöhle vielleicht. Mal gucken. Okay, das heißt, hier machen wir erstmal gerade zu dann. Das heißt, hier könnte ich eventuell einen Kamin hinbauen. Das wäre eine Idee, ne? Dass man hier einen Kamin hinmacht und vielleicht hinter den Kamin den geheimen Eingang. Mal gucken. War auf jeden Fall eine Idee. Das gefällt mir echt gut hier mit den Regalen, muss ich sagen. Okay. Ich glaube, ich möchte aber irgendwie hier noch ein bisschen... Ja, ein bisschen doof hier. Das ist echt hart belastend mit diesen Riesendingern. Ja, komm, das ist okay. Das sieht auch, das ist dann auch ein bisschen anders als der Wither. Weil ich wollte hier noch so eine Art kleinen Nebentisch hinmachen und mal, ne, ein Blümchen. Ich habe Bock auf ein Blümchen. Kann ich hier theoretisch... Wie würde das denn aussehen? Ja, weiß nicht. Sieht irgendwie aus, als ob es fliegt, ne? Naja. Gut, ne? Ich glaube, das ist okay. Freunde, ich würde sagen, ich beende diese Folge heute mal ein bisschen früher. Und ja, in der nächsten Folge werde ich mich mal hier ranmachen, hier die Wege zu verlegen. Was mir gerade so auffällt, die Bude hat noch gar keine Tür. Also keine richtige Eingangstür hier in dem Sinne. So. Doch, komm, die kann so bleiben, finde ich. Das geht gar nicht klar. Das geht gar nicht klar. Holy, wie oft habe ich das denn hier gemacht? Überall offensichtlich. Und ja, ne, wenn wir dann die ganzen Wege hier eingebaut haben. Okay, offensichtlich nicht überall. What the hell? Wenn wir dann die ganzen Wege eingebaut haben, habe ich auch ein bisschen mehr Plan, wo ich was hinmachen möchte. Ne? Ich habe ja noch ein paar Häuser, die ich dann dahin bauen muss am Ende im Endeffekt, weil es vielleicht ein bisschen sehr leer aussieht, wenn ich hier die ganzen Häuser oder die ganzen Wege hinmache und dann keine... Ne? Also wenn hier die Wege verlaufen und keine Häuser da sind. Ich glaube, ich werde hier eine richtige Kuhfarm hinbauen. Wahrscheinlich baue ich aber das Haus mehr hier hin und dann vielleicht die Weide so, dass hier fast an die Wand rangeht. Da muss ich mir auch noch irgendwas ausdenken, weil das ist mir zu viel zugleich von diesem Haus hier. Also sieht geil aus. Von unten die Wand und so weiter bin ich voll zufrieden mit. Aber das Dach ist noch ein bisschen eintönig, einfarbig und so weiter. Da kann man vielleicht auch ein bisschen mehr mit so Grünzeug und so weiter arbeiten. Aber ja, Freunde, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.